Hallo, grüß dich. Es geht weiter mit einer weiteren Frage, die mir immer wieder natürlich in meiner Praxis beim Mentaltraining unterkommt. Und zwar, ich weiß auch nicht, wieso mir das nicht gelingt, meine Gesundheit oder ein x-beliebiges Thema genauso wichtig und erfolgreich umzusetzen wie das Geld verdienen zum Beispiel oder wie meine Beziehung. Ja, also wo hakt's, dass ich die Gesundheit immer hinten anstelle und glaube, dass andere Themen wichtiger sind. Ja, mir geht es ähnlich. Ich tue mir schwer. Ich fange jetzt wieder im Herbst an, im Fitnesscenter. Und ich weiß jetzt schon, meine inneren Widerstände, die freuen sich schon auf mich, wenn ich da im Fitnesscenter bin. Aber gut, es gibt natürlich aus dem Mentaltraining eine wunderbare Arbeit, die ich dir heute vorstellen möchte, die du für dich selber machen kannst und wo du mich natürlich als Unterstützung oder so ein bisschen zum Draufschauen, weil selber kommt es oft vor, dass man sich mal dort und da ein bisschen anschwindelt. Aber das bleibt natürlich in deiner Verantwortung. Wie ehrlich du da mit dir bist. Ja. Ja, schauen wir es sich einmal an. Ich stelle diese PDF dann natürlich auch in die Gruppe rein, damit du sie ordentlich downloaden und ausdrucken kannst, damit du da loslegst. So, ich gebe da mal den Bildschirm frei. So, das Ganze heißt Bestandsaufnahme leben. Und die erste Aufgabe ist, die Zufriedenheit, das Wohlbefinden oder die Wichtigkeit in dem Bereich zu finden, wo du eben alles gibst, wo du dich wohlfühlst, wo alles stimmt, diesen Bereich einmal zu finden. Ja, wir haben hier die Lebensbereiche aufnotiert: Familie und Freunde, Geld, Gesundheit, physische Umgebung, Vergnügen und Erholung, Beruf, Karriere, Lebensaufgabe, persönliche Weiterentwicklung und halt die Beziehungen und Intimität und so weiter. Dieses Diagramm hier, dieser Kreis, den bestrichelst du praktisch, ja? Also Familie und Freunde. Hier unten ist 1 und oben haben wir 10. Also du entscheidest immer, wie zufrieden, wie glücklich bist du in diesem Bereich. 1. Das Schlechteste ist ganz unten und oben ist 10. Das machst du in allen Bereichen und dann siehst du, in welchem Bereich oder in welchen Bereichen bei dir alles glatt läuft. Die nächste Aufgabe ist, nimm dir ein Blatt Papier und schreib dir diese zwei, vielleicht manchmal auch drei Bereiche, aber besser wäre es, wenn du dich auf zwei Bereiche spezialisierst. Und du schreibst dir auf, was läuft in diesem Bereich so gut und warum? Was tust du, damit es in diesen Bereichen so gut läuft? Das schreibst du dir alles zusammen. Deine ganzen Attribute und dein ganzes Können und deine Fähigkeiten, alles, was du in diese Bereiche hineinlegst, wo es gut läuft, die filterst du heraus. Und dann kannst du diese Fähigkeiten und Talente, deine Potenziale in die anderen Bereiche hineinleben, praktisch, ja, sie auch dort kultivieren oder dich zu fragen, okay, also bei Thema Gesundheit, Thema Geld bin ich spitze, ne? Da gebe ich alles rein. Warum schaffe ich das nicht bei der Gesundheit? Wo ist der Haken? Ja, der ist in dir. Ich kann dir natürlich gerne helfen bei der Findung, aber wenn du dir die richtigen Fragen stellst, also was mache ich so gut in dem Bereich Geld zum Beispiel und was bringe ich jetzt in den Bereich Gesundheit hinein von meinen Talenten, Fähigkeiten, Potenzialen, damit es in diesem Bereich genauso gut rennt, ja, damit es mir genauso wichtig ist, dass es genauso Priorität hat. Unterm Strich sagt man, wir können uns in unseren Lebensbereichen
können wir uns um drei gleichzeitig kümmern. Ja, also wenn es in einem Bereich richtig, richtig gut rennt, dann nimmst du den nächsten her. Ja, und dann entsteht ein Kreislauf, ein Uhrwerk. Wenn es in einem Bereich wieder besser läuft, ja, dann dreht sich das Laufwerk und es geht von einem zum anderen. Also zuerst das Diagramm hier ausfüllen. Hier unten in der Mitte ist das Schlechteste und hier oben ist das Beste, ja, die höchste Zufriedenheit. Dann verbindest du deine Striche, damit du siehst, wo eiert's, wo eckt's an, ja, wo solltest du die Qualität von dem höchsten Punkt rüberbringen in das, wo du am wenigsten zufrieden bist. Und dann kannst du loslegen. Ja, dann weißt du, was zu tun ist, damit du den Bereich Gesundheit genauso hoch einstufst und einschätzt wie die Beziehung oder das Geld. Ja, das war's jetzt eigentlich schon von mir. Die Arbeit liegt jetzt bei dir, der Ball ist bei dir sozusagen. Wenn du Hilfe brauchst, ich habe ja die Gruppe mit den Kommentaren geöffnet. Du kannst da reinschreiben, Fragen stellen und oder auch mich natürlich privat anschreiben, wenn du es nicht öffentlich machen möchtest, dann mich einfach anschreiben und ich helfe dir über deine Barrieren, die sich vielleicht auftun. Ich wünsche dir alles Liebe, viel Erfolg. Stimmungsvolle Grüße von mir zu dir. Das war's von der Silvia.